Und damit hallo Motorsportfreunde, hallo YouTube, mein Name ist Gary und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, nennen wir es mal angezockt. Und zwar Forza Motorsport 6 Apex, jeder kennt das Spiel, bestimmt, hoffe ich mal. Gibt's schon seit längerem in diesen Microsoft Store. Es ist eine, sagen wir mal, abgespeckte Version von Forza Motorsport 6. Für PC, wer das komplette Spiel haben möchte, der muss es sich wahrscheinlich kaufen. Und ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Aber if you love cars, this is where it all starts. In the empty parking areas. Hoppala. And on the city streets where you race your mates between stoplights. We do this in the very first cars we owned, or the ones we saved up for later. We're talking about affordable heroes, cars that bring performance to the people. Whether they're smoking around a patch of waste ground or hammering along a city circuit you designed yourself. They aren't the most expensive and they won't win every drag race, but they all prove one thing. You don't need $1 million to have a car with a big heart. Oh, schön gesagt. So, wir können uns hier jetzt natürlich ein Auto aussuchen. Da wir weniger Medaillen haben, können wir uns leider... hier wird eine kleine... So ein kleines Ding. Und zwar hier werden die Fahrzeuge mit Medaillen freigeschaltet. Das heißt, je nachdem, wie viele Rennen man gewinnt, desto mehr Medaillen hat man und man kann sich die Fahrzeuge freischalten. So. Den Mitsubishi hätte ich gern gehabt. Oder den Subaru, den Subi, weil, ne, Allrad. Allradfahrzeuge sind hier eigentlich richtig top. Oder Fahrzeuge mit Heckantrieb. Oh. Ach, der hat Allrad. Oh, super. Alles klar, gut, dann wählen wir den auch raus. Denn, lustigerweise, die ganzen Fahrzeuge hier. Ja, leider gibt es hier kein Forza Vista oder sowas. Ich könnte die Karre auch nochmal umlackieren. Moment, rüdel, rüdel. Ne, hier gibt es ein paar verschiedene Designs. Sehen alle ganz nett aus, aber... Sonst der Y-Farben? Ach geil, Herstellerfarben. Oh cool. Natürlich das normale Rot, gibt Schwarz, Grau. Weiß und Silber Metallic und normal Weiß. Ich würde sagen, wir nehmen... Spezialfarben. Ach du Scheiße, was gibt's denn da? Ja, Bild ändern und neu. Oh. Flipflop Lack. Prismacolor. Ach du Scheiße. Kohlefaser. Ach du liebe bisschen. Spy Shot Wirbel. Ach, für Erdkönige. Pixel. Oh, sieht ja eigentlich gar nicht mal so. Wow, das sieht cool aus. Realistischer Schneetarn. Schicki, schicki. Normale Farben gibt es ja auch noch. Aber wir gehen mal zu den Herstellerfarben und machen einfach rot. Speichert. So. Das wusste ich vorher natürlich noch nicht, dass ich da auch normale Farben nehmen kann. So. Wir setzen fort. Ihr nächstes Rennen findet in Brands Hatch statt. Start und Ziel liegen auf der sogenannten Brabham Straight. Einer Geraden, die nach dem legendären Rennfahrer Jack Brabham benannt wurde. Mhm. Okay. Brands Hatch. So, und eine kleine Eigenschaft ist, wenn ihr einen Xbox One Controller habt, den über PC halt spielt, und dieses Spiel anhabt, die Trigger, die reagieren auch so ein bisschen auf... Ah, siehst du, alle so schön lackiert und ich einfach nur schlicht rot. Schön. Gut. Driver Schwierigkeitsgrad haben wir, glaube ich, auf Durchschnitt. Also Aggressivität einschränken. Nö, Driver Lackierung. Na, egal. Und wir machen erstmal ein Training. Ne, denn wir wollen ja erstmal gucken, wie sich die Karre verhält. Nein, 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 nein.
So, wir haben keine Lenkhilfe an, keine Bremshilfe. Ich glaube, Kurvenbremsdinger, ja, die habe ich an. Wow. Die Karre lässt sich schon mal ganz komisch lenken. So ein bisschen. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass es regnet. Ich glaube, auf trockenen Straßen hätte die Karre ein bisschen mehr Grip. Lustigerweise haben die Pfützen hier auch eine leichte Fahreigenschaft Änderung. Das heißt, wenn du durch eine Pfütze fährst, die Karre, die zieht dich dann auch in besagte Richtung. Ah, und die Kurve ist immer ein bisschen heftig. Ah, ich frage mich, wann wir jetzt die erste Platzierung abkriegen. Oh, die Pfütze hier, die ist richtig brutal. Brems. Scheiße. Und Zurückspuren haben wir natürlich auch drin. Das mache ich auch hier fortsetzen. Nein. Ich glaube, ich bin noch die Kurve so ein bisschen falsch angegangen. So, hier fortsetzen. Okay. Abbremsen. So. Da habt ihr es gemerkt, die Geschwindigkeit ging massiv runter. So, den ersten Platz in der Quali, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Geht auch so ein leichtes Driften über die Karre. Ist klar, die Reifen sind auch so langsam ab. Oder auf Temperatur, ich weiß es gar nicht. Ja, immer schön die Pfütze im Auge behalten, die ist böse. Ja, wir sind gerade auf dem 6. Platz. Oder? Nee. Scheiße, auf welchem Platz sind wir eigentlich? Hoppla, falsche Taste. Entschuldigung, ich wollte so ein bisschen rumprobieren. Tut mir leid. So, hier fortsetzen. Ach, das ist Handbremse, genau. A ist Handbremse. Ach, dieses Zurückgucken, klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Box rein. Box hier ist auch ein bisschen böse. Hoppla. Die Schäden sind natürlich alle komplett an. Oder? Was passiert, wenn wir jetzt in eine Box gehen? Dann quietsch. So rein. Wackel, wackel, wackel. Ach, wir kriegen, glaube ich, neue Reifen ran, wa? Ja. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Training beenden. Beste Zeit ist 1 Minute 6. Alles klar, das kriegen wir wahrscheinlich hin. Ich hoffe, die Musik enthält keine GEMA-Mucke. So, dann geht's für uns jetzt an den Start. Nissan sehe ich, Mitsubishi sehe ich, Mini. Oh, ich hoffe mal, dass wir da jetzt ein bisschen Land sehen. Oh, oh, Entschuldigung. Da vor uns ist auch noch ein Golf. Ja,
Tür nicht so weit rein. Gut, Vorteil bei Algard ist natürlich, der zieht über alle vier Räder an. Hoppla. Ups, Entschuldigung. Oder haben wir irgendwelche Schäden? Ich mach mal. Wo ging. Nochmal Telemetriedaten an. Und zurückspulen. Entschuldigung. Scheiße. So, hier fortsetzen. Alter! Ja, finde ich toll. Finde ich ganz toll, ey. Ah, KI. Voll für den Arsch. Ich lenke auch voll gegen. Blöder Penner. So, hier fortsetzen. Das ist... Hoppala, Entschuldigung. Das ist so ein bisschen bescheuert, dass die KI so ein bisschen blöd ist und einfach weiterschiebt, anstatt zu sagen, ja, hier, ich lasse ihn wieder raus. So, an die Kamera. So, hier sehen wir die Federn. Das sind die G-Kräfte. Geschwindigkeit. Reifentemperaturen. Oh, 80 Grad. Keine großen Unterschiede. Schäden haben wir auch keine. Okay. Ach, habe ich die ausgestellt oder was? Leicht touchiert. So, komm her, Amigo. Bäh. Jetzt nicht aus der Kurve fliegen. Und damit hätten wir, glaube ich, die Runde gleich gewonnen. Oh, 5 Runden. Alles klar. Ich tippe nur leicht auf das Ding und der sagt, ja, hau mal voll in den Eisen. Komm rum, Junge. Ich nehme mal vom Gas einfach nur runter. Gute Kurve, yes. Es gibt auch so ein paar kleine Aufgaben, die man nebenbei erfüllen kann. Ist das eigentlich ein Diesel oder ein Benziner? Frage ich mich. Zip, 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 zip. Da noch 82 Newtonmeter. Oh, 180 kW. Oh, mir scheint. Und nein, das versau ich. Ich brauche das zurückgesprungen noch so ein bisschen. Einige machen das ja ohne. So zum Beispiel wie der YouTuber Tom Thompson, der sagt sich, weißt du was, die ganzen Hilfen, die hier dann drinnen sind, die schalte ich alle ab. Oh, der schaltet auch selber, ich mache lieber Automatik, weil ja, ich dann die Schaltpunkte nicht versaue. Scheiße, da habe ich es wieder versaut. Habt ihr gemerkt, ich bin so ein bisschen auf den Rasen gekommen und musste gleich gegenlenken. Voll in der eisene Kurve. Oh. Alter, die Wasserpfützen, die nehmen einen am meisten Geschwindigkeit weg. Da schaut man dann runter, Junge. 1,11 Bar Ladedruck. Uiuiui.
Jetzt mal ganz, ganz doof gesponnen, bitte. Gibt's da hier Tuning? Tuning? Gibt's hier? Gibt's hier? Nö. Egal. Ich dachte, man könnte auch noch den Ladedruck ein bisschen erhöhen. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube, das kann man nur im Training machen. Lightwolf Bronze. Nein, 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 nein. Ah, habe ich vielleicht so ein bisschen Zeit stehen lassen, aber egal. Ja. Ich könnte eigentlich die Schwierigkeit jetzt auch hier ein bisschen höher stellen. Ne? Okay, in den Kurven, da geht er irgendwie, verliert er so ein bisschen an Geschwindigkeit. Das finde ich schade. Und ui, und er schießt raus. Okay, der hat kein abschaltbares Sperrdifferenzial. Oder elektronisches Sperrdifferenzial, das ist schade. Oh, 1:04. Yeah. Wenn sie mindestens Sechster, wenn sie Erster. 3 perfekte Kurven. Und Verhalten habe ich natürlich auch aufgestellt. Ich wollte gerade sagen, gib mir doch mal alle Medaillen, bitte. Neues Auto freigeschaltet. Ford Focus. John Cooper. Oh. V12 Vintage S. Hm? Setzen wir mal fort. Er fuhr fort und kam nie wieder. Neuigkeiten zum aktuellen Spiel, den Autos und Rennen, sowie besondere Geschenke für die Forza-Community erhalten Sie auf Forza Hub. Dort können Sie für Ihre nächste Veranstaltung ein einzigartiges Auto freischalten. Okay. Vielen Dank, Anna. Aber Forza Hub brauche ich nicht. Exclusive Performance. The modern GT. To see one on the road is a rare treat. To drive one is a thrill never forgotten. These are the cars that inherit all the proven racing technology of their more exotic track-bound cousins, wrapping it in excellent finish work, rich materials, and an exterior designed to turn heads on the road. But when the stadium lights turn on and the signal lights turn green, it's staggering acceleration, rail-tight cornering, and blistering lap times that do the talking. Alles klar, lieber Typ. Okay, wir haben die Auswahl zwischen Hub. Ach, da ist das Hub wieder nötig, oder was? Okay, wir haben die Auswahl zwischen einem Aston Martin V12 Vintage S und einem Jaguar XKRS GT. Gut. Geschwindigkeits- oder Autoindex ist A600, liegen beide, 660. Geschwindigkeit 7,9, Handling, starten, der hat einen besseren Start, Beschleunigung ist bei dem Jaguar aber besser, oh Mann, Y umschalten, achso, ach geil, Hubraum 5 Liter, 5,9, 404, lustigerweise hat der mehr Drehmoment als der Martin, der ist aber auch ein bisschen schwerer, vorne, was heißt vorne? Beides Frontmotoren. 421 kW. Weißt du was? Wir nehmen die gelbe Rakete. Können wir wieder Inhalte. Spezielle Lackierung draufpacken. Huch. Hallo? Hallo? Warum hat er jetzt nö gesagt?
So, hat er es jetzt? Ah, jetzt. So. Design-Option. Oh, okay. OZ. Sparkle. Was hat denn am meisten Sterne eigentlich? Das Ding. Oh, das gefällt mir. Sieht so schön böse aus. Alles klar. Aston Martin. Sehr bekannte Marke. Ist, glaube ich, auch es bei... Es steht ein Nachtrennen auf dem Yas Marina Circuit bevor. Da der Asphalt nach Sonnenuntergang schnell abkühlt, müssen sie also die Grenze der Bodenhaftung finden, ohne sie zu überschreiten, um hier den Sieg davontragen zu können. Oh, das kriegen wir hin. Lieber Anna, das kriegen wir hin. Was bei Aston Martin ganz cool ist, die sind, glaube ich, bei der Familie Volkswagen mit drinne. Wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. War vorher, entschuldigt bitte, war vorher ein guter Flugzeughersteller in England. Das zeigt ja auch das Emblem. Das ist eine alte, oder so eine alte Tragfläche, glaube ich, noch, aus Holz. So eine Leichtbautragfläche. Dieses Monster werden wir mal testen.